schöner Sonntag. Ich hatte das Gefühl, ich brauche das mal wieder. Und zwar einfach nur zu Hause bleiben, ungeschminkt bleiben, bequeme Hosen und einfach die Dinge tun, die sich die Woche über angestaut haben. Außerdem muss es ja noch einen Tag geben, an dem man für die Schule lernt. Videos schneiden, Videos Ideen sammeln, Videos planen und drehen. Auf jeden Fall mache ich gerade etwas, was ich schon sehr lange nicht mehr getan habe, und zwar den Schuhschrank sortieren. Sehr random Aufgabe. Ja, das sind alles meine Schuhe. Ich habe oben noch so 2, 3 Paar mehr. So schickere Schuhe eher. Hier sind eher so Sneaker. Ja, ich kann euch ja mal kurz was erklären. Das sind die Schuhe, die ich wegtue. Ich weiß nicht, es sind hier Doc Martens dabei, Adidas Stan Smith. An sich sind die gar nicht so hässlich, aber irgendwie, ja, bringt ja auch nichts, wenn ich sie nicht anziehe. Und hier sind meine weißen Sneaker. Die hier hat sich jetzt schon gerade meine Mutter gekrallt, weil ich sie so selten anziehe, will sie sie jetzt haben. Und das hier sind meine Sportschuhe und die hier kommen hoch in meinen Kleiderschrank, weil sie eher so sommerlich sind. Und das muss da jetzt alles wieder hier rein. Und mir ist aufgefallen, dass ich super wenig Winterschuhe habe. Natürlich habe ich meine Docs und das sind auch meine All-Time-Favorites. Und das sind tatsächlich auch irgendwie die einzigen, die zu jedem Wetter passen. Weil diese hier habe ich jetzt auch schon super lang, aber ich würde nicht sagen, dass das richtig krasse Winterschuhe sind. Und das hier sind meine niedrigen Uggs und meine höheren Uggs, aber ich ziehe die halt so gut wie gar nicht mehr an, vielleicht noch zum Gassi gehen. Und deswegen, ja, habe ich im Prinzip nur diese. Und da hinten stehen noch welche, aber warm sind die auch nicht. Hallo. Ich bin gerade aus der Schule gekommen. Und ich hatte einen sehr beschissenen Schultag, muss ich ehrlich zugeben. Ich stelle euch mal auf der Kaffeemaschine ab oder doch lieber auf dem Toaster. Ich werde mir jetzt erstmal einen Chai machen. Während die Milch warm wird und schäumt, erzähle ich euch kurz, wie mein Tag war. Er war wirklich beschissen. Ich habe heute halt meinen Mathe-Test zurückbekommen und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich so genau ins Detail gehen will. Er ist halt ziemlich schlecht ausgefallen. Er ist sehr schlecht ausgefallen. Ich hatte das auch schon erwartet, sowas nicht. Aber die Lehrerin hat halt dann noch so ein paar Sachen dazu gesagt, die mich halt krass demotiviert haben. Dann habe ich heute noch mein Hausaufgabenheft, was wir immer von der Schule bekommen haben, im Klassenzimmer liegen gelassen. Und als ich nach der Pause zurückkam, war es weg. Also, kennt ihr sowas? Dann ist mir noch eine Stiftebox in meiner Schultasche zerbrochen. Und da waren richtig viele neue Stifte drin, die jetzt alle, wo voll viele Minen abgebrochen sind und alles unordentlich und meine halbe Tasche angemalt ist jetzt. Und keine Ahnung. Und jetzt muss ich noch ein gutes Stück lernen. Aber erstmal ein Chai. Ich habe nämlich hier diesen Sirup von Sophia bekommen. Ihre Eltern haben ein Restaurant und da sonst bekommt man voll schwer solche Sirupse. Sirup? Die Mehrzahl von Sirup, weiß kein Schwein wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das so ein Chai-Sirup und das ist der Shit, Leute. Und schon befinde ich mich wieder hier. An meinem Schreibtisch und mache Mathe. Guten Morgen. Eigentlich dachte ich, mein Akku wäre leer. Okay, wie sieht das aus? Puh, mies warm. Kein Wunder, ich stehe hier voll angezogen da. ich wollte sagen, heute ist heute ist der Tag eigentlich ganz cool. Wie rede ich eigentlich? Kann ich mal bitte normal sprechen? Also, heute habe ich Schule, aber noch nicht. Und danach habe ich einen Arzttermin.
aber der ist so ein bisschen blöd gelegen. Es würde sich nicht rentieren, den nach Hause zu fahren, weil meine Schule relativ nah an dem Arzt ist. Auf jeden Fall macht es dann nicht so viel Sinn, nach Hause zu fahren. Deswegen bleibe ich in der Schule und lerne dann noch ein bisschen. Es sind eh immer nach der Schule noch Lehrer da, die man fragen kann. Also es nennt sich bei uns Studierzeit. Deswegen ist das gar kein Problem. Dann bleibe ich noch in der Schule und lerne und dann habe ich einen Arzttermin. Und am Abend gehe ich essen mit meinem Freund. Der hat mir nämlich gestern geschrieben, dass er einen Platz wo reserviert hat. Ich weiß nicht wo, er wollte auch nicht sagen wo. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, richtig random, aber ich habe mich richtig gefreut. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel heute Abend. Der Rest ist eher unschön. Aber ja, wir sehen uns dann bald wieder. Hi guys. Sie hat fertig aus und ich bin es auch. Heute ist Mittwoch. Nee, Donnerstag. Gestern war ich auf Donnerstag, heute bin ich auf Mittwoch. Aber besser Donnerstag als Mittwoch. Vor allem der Donnerstag in der Schule ist mein kann nicht mehr reden. Mein Hasstag, because 4 Stunden Mathe am Stück. Und Mathe ist mein stärkstes Fach. Nicht? Saß gerade, glaube ich, 1 Stunde mindestens auf dem Stuhl unten. Wir haben so einen Sessel im Wohnzimmer. Und da saß ich und ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur so richtig dumm so in den Raum gestarrt. Hab was getrunken, also kein Alkohol, aber halt Wasser und war so richtig, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Nehme ich jetzt eine Kopfschmerztablette? Ja, nein, vielleicht. Ich bin ein Migränemensch, also ich habe zum Glück nie Tage durch Migräne, aber ich bekomme sehr häufig nachmittags zwischen 2 und 4 Uhr Kopfschmerzen und die halten dann auch zu 90% bis ich schlafe. Egal, was ich tue, wird nicht besser. Und jetzt sollte ich eigentlich lernen und E-Mails machen. Ich will jetzt gar nicht länger jammern, weil eigentlich bin ich so ein Mensch, ich muss positive Vibes hier auf YouTube spreaden. Also ich muss es nicht, aber es macht mir einfach viel mehr Spaß, als so negativ zu sprechen und ich will ja auch hier Realität zeigen und das gehört nun mal zu meinem Alltag dazu, dass es zurzeit zumindest irgendwie nicht so läuft. Ich weiß nicht, im Prinzip läuft nichts wirklich schief, aber irgendwie ist mir alles too much. Ja, und das Schlimmste daran ist, dass so die richtige Lern-Abi-Phase noch nicht mal begonnen hat. So, was mir mega hilft, ist es erstmal mein Zimmer aufzuräumen. Es ist jetzt nicht so, dass mir das Spaß macht, aber ich bin dann erst dann bin ich ready für alles andere. Dazu brauche ich Musik. Step 1, take your Bose-Box und mach sie an. Battery 60%. Connected to iPhone, don't call it. Dann nehmen sie da ihr iPhone und ich habe seit heute ein neues Lieblingslied und deswegen höre ich das jetzt. Und dann geht's nicht. Und dann frage ich mich, wieso es nicht geht. Hä? Okay.